Mit einem überaus gewagten Bild klopft der Prophet Jesaja heute an unsere Adventtür. Manchmal ist es so, dass die Sachen viel zu schnell vorbeirauschen, dass wir uns dessen bewusst werden. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Würmlein Israel. Wir kennen das alle, wie das ist mit den Würmern. Wo man sie findet, wo sie sich aufhalten, wo sie plötzlich sich hervorringeln. Das ist immer unten. Irgendwo in der Erde kommen sie plötzlich raus oder unter einer Platte, wenn man am Arbeiten ist im Garten oder vor dem Haus irgendetwas tut. Da gibt es dann plötzlich einen Wurm, weil da gehört er hin. Und das ist die Situation Israels und Jakobs. Die Wurmsituation. Und solche Würmer kommen immer unter die Räder oder unter die Gerätschaften. Und darin liegt das unglaublich Gewagte, dass dann plötzlich hier von einem Riesengerät die Rede ist, von einem Dreschschlitten. Also nicht nur ein Dreschflegel, sondern ein Dreschschlitten mit Kufen, mit dem man über das abgemähte Getreide fährt, damit die Körner sich absetzen und man oben das Stroh wegnehmen kann, damit man es worfeln kann. Aber hier wird nicht Getreide sozusagen gedroschen, sondern Berge werden gedroschen. Welch eine eigentlich unmögliche Kombination. Ein Wurm, der normalerweise unter einem solchen Schlitten überhaupt keine Chance hat, wird zu einem solchen Gerät, das nicht Getreide trischt, sondern Berge. Wir haben das schon festgestellt mit den Bergen bei Jesaja. Sie sind äußere Zeichen des Hochmuts, der Erhebung gegen Gott. Deshalb müssen sie geschleift werden. Sie werden alle eben gemacht, sie werden platt gemacht. Es kann keine Erhebung gegen Gott geben. Das steht ihm im Weg, seinem Anspruch und seinem Kommen. Damit dieses Bild zu uns spricht, natürlich müssen wir es auf uns beziehen. Auf uns Würmer. Und es wäre sehr, sehr hilfreich, wenn wir dahin als erstes kämen, dass wir uns als Wurm begreifen. Unsere Situation als Kirche, als Wurmsituation. Wurmstichig genug ist sie ja. Aber als Wurmsituation begreifen. Sie ist nicht die glänzende, strahlende, die dasteht, sondern was hier angesagt ist beim Propheten Jesaja, ist eine komplette Umwälzung. Eine Umwälzung, die beim Einzelnen beginnen muss, indem er sich vorfindet als Wurm, der aber dann von Gott die Kraft bekommt, beizutragen zu einer Umgestaltung der ganzen Welt. Ich weiß. Wir haben davon lange Abstriche gemacht. Nein, Wurm, das kann man ganz oft hören. Also Wurm, naja, also so schlimm ist es ja jetzt nun auch nicht. Und so würde ich mich jetzt nicht verstehen. Ich finde das auch irgendwie weder bei einem Leitbild der Diözese, noch bei Pfarreien, noch bei geistlichen Gemeinschaften, dass sich mal als Würmer definieren. Das wäre eigentlich dann ganz gut. Hier, bei Jesaja, ist die Vorlage. Bitteschön. Also so schlimm ist es nicht. Aber so ein Dreschschlitten, der dann alles umwälzt, nee, das ist dann doch eine Nummer zu groß. Also das eine ist eine Nummer zu klein, das andere ist eine Nummer zu groß. Wir nehmen leider nie die Maßstäbe Gottes. Das ist unser Elend. Wir wollen immer ein bisschen besser sein als das Kleine, aber nicht ganz so groß wie das, was Gott von uns fordert. Aber so wird es nie Advent. Das heilige Jahr, das wir gerade begonnen haben, liebe Schwestern und Brüder, es bleibt dabei. Es bleibt eine große Party, ein Event. Wir können noch 1000 heilige Tore öffnen in jeder Kathedrale. Wir haben ja hier in unserer Kirche keine heilige Tür, aber wir können irgendwo noch eine hinmachen. Es bleibt folgenlos. Wenn wir nicht die Maßstäbe Gottes übernehmen, fürchte dich nicht, du armer Wurm, du Würmlein. Ich selber werde dir helfen. Wir machen gar nichts, aber wir müssen es an uns geschehen lassen. Ich mache dich zu einem Dreschschlitten. Berge wirst du dreschen und Hügel machst du zu Spreu. Du worfelst sie und es verweht sie der Wind.
Du aber jubelst über den Herrn. Du rühmst dich des heiligen Israels.